Windschnitt dich, liebe Audi-Fans. Denn unsere aktuelle Sonderausstellung im Audi-Museum Mobile beschäftigt sich mit der Geschichte der Aerodynamik. Als Teil der Strömungslehre untersucht die Aerodynamik das Verhalten von Körpern in Gasen, hauptsächlich der Luft. Bei uns kommen alle Technikinteressierten auf ihren Geschmack. Zeigen wir doch neben Forschung und Entwicklung auch die treibenden Persönlichkeiten sowie die grundlegenden aerodynamischen Konzepte der Zeit bis 1945. Einzigartige Autos verdeutlichen die Verbindung von Effizienz, Nachhaltigkeit und Design in verschiedenen Facetten und machen die Historie greifbar. Das Thema der Sonderausstellung könnte aktueller kaum sein, denn mit der Elektromobilität ist die Aerodynamik erneut stärker in den Fokus der Fahrzeugentwicklung gerückt. Inspiriert von der Luftfahrt begannen Techniker bereits kurz nach 1900 damit, Karosserieformen von Motorwagen dem Luftstrom anzupassen. Pioniere der Aerodynamik waren vor allem Edmund Rumpler, Paul Jaray und Freiherr Reinhard von König-Faxenfeld. Paul Jaray gilt dabei als Erfinder der Stromlinie im Automobilbau. Eines der Highlights der Sonderausstellung ist der von ihm entworfene Audi Typ C Jaray. Für die Ingenieure war es zunächst alles andere als einfach, mit ihren Denkansätzen Akzeptanz zu erreichen. Zu sehr wichen ihre aerodynamischen gestalteten Karosserien davon ab, wie nach den Vorstellungen der Kunden und Hersteller ein Automobil aussehen sollte. Doch das Umdenken begann. Neue Forschungs- und Konstruktionsmethoden, wie etwa die Windkanalforschung, trugen zu dieser Entwicklung bei. Das ideale Testfeld für die Hersteller war dabei der Motorsport. Die Rennabteilung der Autounion AG begann Anfang 1937 mit der Entwicklung eines Vollstromlinienwagens auf Basis des Autounion Typ C. Seinen ersten Einsatz hat der Stromlinienwagen beim Avus-Rennen 1937. Und bei zahlreichen Rekordfahrten gelangen Geschwindigkeiten von über 400 km/h. Wer wissen will, wie die Entwicklung in der Aerodynamik nach 1945 bis in die Gegenwart weitergeht, der kann sich schon auf den Spätsommer freuen. Ab dann wird der zweite Ausstellungsteil formvollendet im Audi-Museum Mobile zu sehen sein. Wir freuen uns auf euren Besuch in Ingolstadt.